sing den Quarantäne-Blues. Da gibt's gleich einen auf den Fuß. Ja, ja, vom Quarantäne-Blues. Naja, oder so ähnlich. Direkt dunkel, weil Fackel hinter. Fackel, Fackel, Lach, Lach. So, das machen wir auch noch weg hier. So, ja, wie man hört, die Kinder, die sind super auf der Quarantäne, auf die Quarantäne anzusprechen. Nicht? Kindern gefällt Quarantäne ja immer unheimlich gar nicht. Alter. Sagen, Gott sei Dank haben die meisten Leute, die ich angerufen habe, an Kunden, das war halt eben nicht vorbeikommen, relativ positiv drauf reagiert. Es gab einen, der ein bisschen am Möppern war, aber gut, was will man machen? Man wird ja vom Gesundheitsamt und Ordnungsamt eben halt auf Eis gelegt, was gegebenenfalls auch recht gut ist. Manchmal kann man sich darüber streiten, ob es gut ist, ob es nicht gut ist. Aber vielleicht manchmal gar nicht mal so verkehrt. Geht ja auch um Ansteckungen und so weiter. Und das möchte man ja unbedingt nicht haben, dass man da irgendjemanden ansteckt. So, das ist die Wand. Das ist die Wand, die wir brauchen. Die setzen wir jetzt hier schön brav wieder ein, gleich. Lala. Auf jeden Fall, so soll es geplant sein, dass wir die Wand hier gleich wieder einsetzen. So, mit dem Decke müssen wir noch einen höher gehen. Also, Decke ist perfekt eigentlich, aber wir müssen eben halt noch einen gleich höher gehen, damit wir eine Decke einziehen können. Auf der Höhe, die wir auch haben wollen. Und natürlich im Boden. So, mal ein bisschen Stein sparen. Machen wir es so. Da waren die nächsten Fackeln dran, das ist auch immer sehr gut. Da macht die Sache so dunkel. Einfach wunderschön. Mist gebaut. Nee, nee, nee. Wer macht denn sowas? Wer arbeitet denn schon unschaubar? Man hat so ein Loch drin, weißt du?
Mein gut, da kann eigentlich nicht spawnen, aber passiert ja so öfter. Das ist ein größeres Loch da. Ne? Das ist die Popokarte. Will keiner. Keiner will eine Popokarte. So, nein, nicht schon wieder, ey. Ja. Ich glaube, da müssen wir uns mal eben was besorgen. Ausnahmsweise sind wir mal hier alleine unterwegs. Vielleicht sollten wir uns so drei machen. Eins. Also. Du. Zack. Granit. Achso. Also den sollten wir vielleicht noch machen. Das ist polierter Granit. Ja, das lassen wir so mal. Ja. Wie haben wir das denn hier gemacht? Ach, wir haben vorne an einen Slab gesetzt, ne? Hier habe ich den Boden gar nicht fertig. Warum habe ich den Boden hier nicht fertig? Was ist das denn für eine Sauerei? Das sehe ich ja jetzt erst. Das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Das kann ich echt nicht so hinnehmen. Aber das kann ich auch mit den... So. Entschuldigung, aber das geht auch so nicht. Okay, jetzt ist es aber fertig. Das ist ein Slab und dann ist das ein normaler Stein, ne? Wie sieht's hier aus? Hä? Warum ist der weg? Hä? Hä? Ah, ne, da. Ah, und hier muss ich dann nämlich noch ändern. Haha, siehst mal. Slab habe ich. Mhm. Normale Steine. Alles klar. Das heißt. Ne, da habe ich das ja. Achso, ne. So, normaler Stein. Mhm. So. Normaler Stein. Normaler Stein. Das hieße, wer hier derselbe. Die muss raus. Hier kann man Slap hin. Normaler Stein. Slap, normaler Stein. Ne? So. Jo. Achso. So weit war ich dann doch noch nicht. Okay. Ich dachte, ich wäre schon fertig. Also ich wäre schon weiter. So. Nicht fertig, sondern weiter. Aber das sind wir wohl nicht. Hätte ja sein können. Ich hätte ja sein können, ne? So. Ich glaube, so war so. Man baut man, glaube ich, echt irgendwie offscreen oder im Stream weiter. Ja.
einfach nur so als Plauderfolgen. Und plaudern tue ich auch hier. Aber ist ein bisschen, ne? Aber dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Zack. Zack. Und zack. Zack, zack. Zack ab. Zack ab. Zack ab. Zack ab. Zack, zack. Oh. Lala. Müsste Heroes of Storm sein übrigens. So. Das ist doof. So. So, dann hätte ich aber irgendwo nachher gerne so eine Cafeteria oder sowas. Weißt du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das hieße, hier müsste auch nochmal einer hin. Eins. Zwei. Drei. Passt. Eins. Zwei. Drei. Oder? Eins, zwei, drei. Doch. Eins, zwei, drei. So. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Weil hätte ich eigentlich auch schon sieben machen können, aber egal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann geht man einfach rüber, ne? Und so kommt dann eben das ein oder andere kleine Verlies oder beziehungsweise Wöhnchen, Wohnungchen zustande. Je nachdem, wie man es nimmt oder sieht. Ja, da ist es nämlich schon wieder passiert. Zack, hat man nämlich die Fackel abgerissen. So, huch. Nun, zack. Fackel weg. Und die Spitzhacke auch schon wieder gleich weg. Das geht nämlich ruckzuck und schnell hier. Alles ganz schnell. Handschnell, ganz schnell. Eigentlich wollte ich noch mal so Richtung Wüste mit euch gegangen sein. Das können wir eigentlich auch nachher noch machen. Finde ich. Zack. Zack. Jetzt müsste es gleich Knall machen, weil dann meine Wand weg ist. Wenn meine Spitzhacke weg ist. Nicht Wand. Die Wand ist natürlich nicht weg, die bleibt ja. Okay. Jetzt macht's aber klatsch, klatsch. Wusste ich doch. Flupp. Aber das will ich ja mal ein bisschen wenigstens hier mal voranschreiten. Hier soll ja auch noch eine Cafeteria nachher rein und so. Das machen wir vielleicht in diesem Höhlensystem, was wir da gerade letzte Mal oder davor mal gefunden haben, da hinten durch. Da war ja irgendwie so ein kleines Wasserhöhlensystem. Vielleicht kann man das irgendwie schick integrieren. Aber ich finde hier so hier dieses Arbeiter-Dock bzw. Arbeiter-Steinstadt im Berg, da kann man immer so zwischendurch mal so dran bauen, so auf Ewigkeiten hätte ich ja auch keine Lust drauf, ist wahrscheinlich nämlich auf Dauer recht langweilig und das wollen wir ja auch nicht, dass es langweilt.
Schon gar nicht, wenn man gerade in Quarantäne ist. Ne? Soll es keine Langeweile geben, da hat man eine Langeweile gegebenenfalls genug. Ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber kann halt vorkommen. Ne? Kann vorkommen, muss nicht vorkommen. Zack. So. Achso. Moment, das muss ja auch weg. Kommt eine andere Decke rein. Wie gesagt, mit dem Boden bin ich mir echt noch gerade so ein bisschen unsicher. Ich muss die ganzen Dinge auch noch einrichten, ne? Da müssen überall noch Betten rein. Irgendwie so ein bisschen Tisch- und Sitzmöglichkeiten müssen ja auch noch rein. Habe ich jetzt so hoch gebaut? Ne, Gott sei Dank, ich dachte gerade. Na toll. Lala. Hört man, Heroes of the Storm, ne? So, zack. So, und hier müsste dann eben halt eine flache hin. Also eine Half-Step. Ja, die müsste weichen. Hier machen wir nur eben die Ausgrabung mal in einmal rein. Eins, zwei, drei. Genau. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei. Nee, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Muss dann direkt nämlich hier hin gleich der Wiege sein. So, ist er auch. Wenigstens hier so ein bisschen ausheben, das würde mich jetzt noch freuen. Das mal hinkriegen. Ach, guck mal, Kohle. Ich wollte gerade sagen, scheinbar kriegen wir auch nicht immer die volle Punktzahl hier von der Kohle. Aber jetzt im Nachhinein scheinbar wohl. Hat die Kohle sich überlegt nochmal. Ganz gut. Ich dachte gerade, wird jetzt nochmal dunkel, aber doch nicht. Ja, da war die Fackel dann am Fliegen. Zack. So. Und das müssen wir natürlich auch nochmal rausheben hier. Da oben natürlich auch, weil die Kohle, die wollen wir ja mitnehmen. Wir lassen ja keine Kohle hier. Kohle bleibt natürlich nicht hier. Ohne Kohle, ne? Kennt man. Kohle bleibt nicht hier. So. Zack. Okay, jetzt haben wir ja, drei hoch und das wäre ja eh die Höhe gewesen, die wir jetzt haben hätten müssen. Haben hinten ein bisschen Tüm. Wunderbar. Will man mir jetzt echt hier gerade sagen, ich kann die Kohle nicht mitnehmen, weil ich zu viel Stein mit mir rumschleppe oder was?
mir wiederum auch nicht gefallen würde. So. So, dann haben wir wenigstens die Kohle hier und ja, das Gestein. Das Gestein. Das eben halt nicht. Achso, ja, kann ja nicht mitgehen, weil wir die Taschen immer mit Stein voll haben. So. Haben wir denn noch von dem roten Gedöns was? Nein, haben wir natürlich nicht mehr. Sehr gut. So, das heißt, wir machen erst den Boden mal eben schnell fertig, auch wenn wir schon ein bisschen über die Zeit sind. Ich habe es ja mal wieder gesehen. Es ist ja mal wieder passiert. Über die Zeit. Aber wir heben hier ganz schnell mal eben den Boden aus. Und dann kommt da gleich ein Boden rein. Das geht jetzt rucki zucki. So, zack, 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 zack. Und Stein kann uns dafür auch nicht ausgehen. Da haben wir, glaube ich, gerade aktuell mehr als genug. Mist. Wenn man nicht gerade falsch baut. Sollte man da vielleicht nochmal erwähnen. Zack und zack. Genau. So. Dann brauchen wir nämlich auch nur die Höhe. Alles andere macht keinen Sinn. Das verschwindet ja eh gleich dann, oder gleich nicht, aber verschwindet eh nächste Mal dann, unter der Decke. So. Genau, da kommt die Decke da rein. Und bums aus die Maus. Zack, zack, zack. Und dann haben wir das gleich. Wunderschön. Oh, das war sogar zu weit. Das wollte man nicht, aber gut. Dann ist das eben so. So. Dann gehen wir mal eben ganz schnell. Achso, falsche Richtung. Dann gehen wir mal eben ganz schnell. Moment mal hier. Dann hätte ich aber auch gerne mal ebenst hier so die ein oder andere Wand mal eben so ein bisschen gefixt. So, wie zum Beispiel hier, finde ich ja gar nicht so schön, dass dann da noch ein weißer Stein ist. Oder heller Stein. So. Das haben wir auch schon alles gefixt. Wunderschön. Wunderschön. Achso. Hier muss ich ja rein. So, zack. Kies können wir mitnehmen. Fupp, fupp, fupp. Flupp. So, einen Rest würde ich einfach mitnehmen. Später. Ne? Zack. So, wunderschön.